Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Du erinnerst dich daran, jeden Tag eine Frage und einen Engel. Und heute hinter dem zweiten Türchen eine Frage, die dir hoffentlich auch wie ein Kuss schmeckt aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Eine Frage zu diesem ganzen letzten aufregenden, abenteuerlichen Jahr 2020 mit diesen weltweiten Veränderungen. Die Frage heißt, was ist die beste Idee, die du im vergangenen Jahr gehabt hast? Welches ist die beste Idee, die dir in diesen letzten Monaten gekommen ist? Darüber kannst du mit mir zusammen heute einmal nachdenken. Und ich setze wieder meine Engelsbrille auf, die mir zugesandt worden ist von meiner lieben Freundin Ellen Hollebein aus Afrika. Und ich schenke dir heute den Engel der Selbstbestimmung. Ich wünsche dir, dass der Engel der Selbstbestimmung dich ermutigt, deine eigene Stimme zu erheben, deiner Stimme und ihrem einmaligen Klang zu trauen. Dein Engel, der dich begleitet, will in dir zur Stimme werden, damit durch dich ein Wort in dieser Welt vernehmbar wird, das Gott nur in dir aussprechen kann. In dem vielstimmigen Chor dieser Welt darf deine Stimme nicht fehlen. Sonst wäre die Welt ärmer. Sonst würden die vielen Stimmen nicht so schön zusammenklingen. Dein Engel der Selbstbestimmung möge dich bei allem, was du tust, begleiten, damit du sensibel dafür wirst, wo andere über dich bestimmen und die Stimme deines Herzens immer mehr verstummen lassen. Und er möge dich immer wieder herausfordern, selbst über dich zu bestimmen, dein eigenes Leben zu leben, so wie Gott es dir zugedacht hat. Der Engel stehe dir zur Seite, damit du selbst bestimmst, was für dich stimmt, damit dein Leben stimmig wird, damit es übereinstimmt mit der einmaligen Stimme Gottes, die nur durch dich in dieser Welt erklingen möchte. Der Engel der Selbstbestimmung aus dem wunderbaren Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und nun wünsche ich dir viel Spaß dabei, dass du heute über die Frage und den Engel nachdenken kannst, sie entdecken kannst und vielleicht dabei diese chemische Verbindung genießt und sie dir zuführst.